Hallo meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Heute verlassen wir aber die wunderschöne Insel Mallorca und ich nehme euch mit nach Deutschland zum Sandhofer See bei Neuss, denn dort habe ich einen Sidemount-Workshop gemacht an einem wunderschönen Wochenende und wer Interesse hat, da ein bisschen was zu sehen von, der sollte dranbleiben bei diesem Video. Viel Spaß! Der Sandhofsee in Neuss ist kein offizieller Badesee, sondern ein reiner Vereinssee. Er wurde 2012 offiziell eröffnet und wird vom Verein Pulcra am Foro verwaltet. Vielen Dank an den Verein für die Genehmigung, diesen See an diesem Wochenende benutzen zu dürfen. Der See selbst hat eine Größe von 560 auf 480 Meter und eine maximale Tauchtiefe von 22 Metern. Bevor es losgeht mit der Taucherei, muss natürlich erst einmal die ganze Logistik organisiert werden und wie ihr hier seht, es müssen natürlich Flaschen gefüllt werden. Der Verein hat einen eigenen Kompressor, also das war relativ einfach. Danach geht es los mit Ausrüstungskonfiguration, Besprechung, was man machen kann, wie man es machen kann, welche Tanks man verwenden kann und wie ihr seht, die Leute waren also alle interessiert dabei. Hier habt ihr mal so einen kleinen Überblick über alle möglichen Ausrüstungsteile, die wir bei diesem Kurs zur Verfügung hatten. Und das waren also dann schon doch recht viele verschiedene Sidemount-Harnisse. Wunderbar. Ein ganz, ganz besonderes Dankeschön geht an Tauchersupply Vero aus Haag in der Schweiz. Und die liebe Veronika mit ihrem Team hat natürlich mich komplett supportet und neben dem Toddy Style Sidemount System mir Automaten, Tanks und den Super Trockentauchertuch Avatar zur Verfügung gestellt. Veronika, einen dicken Kuss und danke für deinen ganzen Support. Der Uwe hat sich richtig wohl gefühlt. Nach viel Theorie und Ausrüstungskonfiguration geht es nun endlich langsam ins Wasser. Neben meinen neuen Kursteilnehmern waren natürlich auch noch viele von unserer Tauch-Community da, um einfach mit uns zusammen zu sein oder easy locker tauchen zu gehen. Das Schöne am Sandhofsee ist, dass er im Grunde genommen zwei Einstiege hat. Einen großen mit einer Rampe, wo auch die Segelboote oder Kajaks ins Wasser gelassen werden. Und hier einen kleinen Einstieg, der ideal natürlich war für meine Kursteilnehmer und meine Taucher. Hier konnte man sich schön vorbereiten und wenn alles soweit war, ging es los über diesen Steg ins Wasser. Hier hatte man einen relativ flachen Einstiegsbereich, wo es also perfekt war, im Grunde genommen die Ausrüstung anzulegen und richtig den Bodycheck zu machen und los ging's. Unter Wasser, ihr seht es hier, ist der Steg also noch da, man kann also richtig schön stehen und von dort aus geht eine wunderbare Führungsleine eigentlich in einem Bereich, der perfekt war für unsere Übungen, der im 5 bis 7 Meter Bereich im Grunde genommen sich befand. Da ich natürlich nicht 9 Taucher auf einen Schlag mitgenommen habe, wurden Gruppeneinteilungen gemacht und ich hatte eigentlich 2
Gruppen, die relativ easy und gut zu handeln waren. Man kann sich natürlich vorstellen, die ersten beiden Tauchgänge in einer neuen Konfiguration mit neuer Ausrüstung sind natürlich nicht unbedingt immer so sehr prickelnd und meine Kandidaten hatten also richtig zu arbeiten, bis die Bleimenge gestimmt hat, bis man also diese ganzen Side-Mount-Harnisse richtig konfiguriert hat. Aber im Grunde genommen am zweiten Tag und nach zwei Tauchgängen war das alles kein großes Problem mehr und wie man nachher so schön sieht, konnten meine Schüler, meine Kandidaten im Grunde genommen die Ausrüstung dann schon relativ gut handeln. Bei unserem Workshop kam es jetzt nicht unbedingt darauf an, sich auf eine ganz spezielle Ausrüstung zu spezialisieren oder auf eine ganz spezielle Konfiguration sich einzuschießen, sondern hier ging es einfach darum zu schauen, was hat man als Taucher zur Verfügung, an Flaschen zum Beispiel, an Aluminiumflaschen oder an Stahlflaschen und was kann man wie benutzen in einer neuen Konfiguration. In den meisten Fällen ist es ja so, dass Side-Mount-Gurus irgendwas erzählen mit einem speziellen Harness und mit einer speziellen Konfigurationsart. Aber bei mir ist es in der Regel so, dass ich versuche, meinen Schülern alle möglichen Konfigurationsarten zu zeigen, egal ob im Meer, ob im Wrack oder in einer Höhle. Also jedes Mal sollte da ein wenig umgemodelt werden und die Konfiguration geändert werden. Klar gibt es jetzt verschiedene Ideen über das Side-Mount-Tauchen. Einige sagen, nein, wir dürfen nur mit Aluminiumstanks Side-Mount tauchen, nur mit einem rechten Ventil, einem linken Ventil. Aber sind wir doch mal realistisch, die reelle Welt sieht anders aus und wir können doch froh sein, dass wir in einer Tauchschule Rechtsventile bekommen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein Linksventil. Vielleicht haben wir auch nur Stahlflaschen, aber dafür habe ich im Grunde genommen meine Schüler hier in diesem Workshop präpariert, dass man einfach schaut, was hat man zur Verfügung und dementsprechend die Ausrüstung konfiguriert und benutzt. Also werdet ihr auch hier in diesen Videos auch einige Stahlflaschen sehen, die man natürlich klar verwenden kann. Ich rede nicht davon, diese Stahlflaschen dann groß nach vorne und nach hinten zu bewegen. Das wird dann natürlich in irgendeiner Form etwas schwierig, aber für einen normalen Tauchgang, wie ihr jetzt also hier sehen könnt, funktioniert das eigentlich recht gut. Klar muss man umdenken, wenn man Höhle macht oder Wrack, aber hier ganz normal in einem See zu tauchen, funktioniert natürlich auch mit Stahlflaschen. Nicht zu vergessen auch das Tauchen mit nur einer Flasche an einem Side-Mount-System. Das funktioniert natürlich auch entsprechend gut und meine Studenten hier an diesem Wochenende haben im Grunde genommen alles ausprobiert, was auszuprobieren war. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt so ein bisschen
einen Eindruck bekommen, was los war am Sandhofsee bei Neuss. Und es würde mich freuen, euch irgendwo bei einem meiner Events, die ihr immer nachlesen könnt bei uverath.pro, Uwe on Tour, begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.